Jojo Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich einen Gast mit hier am Start. Hi. RC Stuntman, Richtig. aka René oder umgekehrt. Genau. René, aka RC Stuntman. Der Markenbotschafter von King Cans. Der Markenbotschafter von King Cans. Heute machen wir tatsächlich so ein Unboxing zum ersten Mal auf meinem Kanal. King Cans, kannst du vielleicht für die Leute erklären, was das ist? Das sind Süßigkeiten aus aller Welt. Vielleicht kennt der eine den anderen Rohrhard, Breitenberg, Abu Goku. Und das ist deren Marke, ne? Ja, die haben zusammen mit King Cans haben sie diesen Laden und die sitzen gar nicht so weit weg, die sitzen in Paderborn tatsächlich. Mhm. Und ja, da kann man sich Süßigkeiten aus aller Welt bestellen, Getränke. Getränke auch? Getränke sind toll. Auch drin. Aber warte mal, sind da nur Süßigkeiten oder auch so eklige Sachen? Nee, die ekligen Sachen sind da diesmal leider nicht drin. Gibt's aber auch. Weil ich war gerade Georgisch essen und ja. Döner, also ich kotze das sonst gleich alles raus. Aber Getränke ist immer gut. Ja, ja, ich würde sagen, packen wir das Ganze mal aus. Mach du mal. Du musst der Marken. Ganz schön. Ah, perfekt. Also wir haben hier noch zum Beispiel die Takis. Takis. Ja, genau. Habe ich aber auch schon gehört. Takis, sind die nicht normalerweise so wie ein Twister mäßig? Ja, die gibt es in verschiedenen Formen, gibt es in verschiedenen Farben. Es gibt die in Blau und manche sind scharf, manche sind so süßlich, manche sind so sauer. Dragon Sweet Chili. Ach du Scheiße, ich kann die Sprache nicht. Was steht da? Nuevo? Ist das scharf? Keine Ahnung, das müsste, du müsste, verarschst das mich, müsste ne? scharf sein. Hier, guck dir das mal an, Digga. Da sind 5 oder 6 Pepperoni, was ist das? Ach du Scheiße. Ja, probier einfach mal einen. Wahrscheinlich wird sie schmecken. Ja gut, okay, das ist Nummer 1. Packen wir mal hier hin. Was hast du noch? Genau, dann haben wir hier sowas. Da ist so eine Flüssigkeit drin. Machst du hier oben auf und dann kannst du dir das so rausdrücken. Das ist so ein, zeig mal ruhig richtig, so ein richtig süßes Zeug ist da drin. Sowas liebe ich, weißt du warum? Weil ich an die Kindheit denken muss. Diese ganzen bunten Sachen und so, weißt du, was ich meine? Mhm. Boah, ich hab so Bock zu lutschen, das Ding. Es soll super sauer sein, das Ding ist, du kriegst in Deutschland nichts, was wirklich, wirklich sauer ist. Dann haben wir hier so weiße Schokolade, die ist auch sehr, sehr lecker. Da sind so Nussstückchen mit drin. Damak, noch nie gehört. Baklava? Ja, die sind sehr beliebt. Was? Du hast es, glaube ich, nach meinen Vorlieben zusammengestellt. Nee, tatsächlich habe ich das. Ich kriege ja jeden Monat ein Paket zugeschickt. Also ich weiß selber nie, was drin ist. Ah, okay. Ja. Sind da denn, meine Frage vorab, sind da denn auch immer Sachen drin, also neue Sachen oder kommen auch alte? Da kommen auch alte Sachen. Zum Beispiel. Also wiederholt sich. KitKat, die habe ich hier schon mal gehabt. Ja. Oder ich habe die hier noch zu Hause gehabt, die habe ich mit ins Paket reingelegt. Ja, das sind die OGs. Ach, warte mal, ist da Dings drin? Nein, das ist einfach weiße THC Schokolade. Oder wie man das? Ich kenne mich da gar nicht aus. Das ist tatsächlich einfach weiße Schokolade, die ist grün gefärbt, das Grüne kommt vom Tee. Ja. Und die sehen halt einfach nur so aus. Ach, schade, das Mann. Das ist so eine Gag-Schokolade. Wäre so geil wie ein Kuchen oder so aus Holland hätte das jetzt. Schmeckt aber super genial. Okay, die OGs haben wir. Aber das, ey Leute, Baklava-Geschmack, bin ich immer sehr gespannt. So, was haben wir denn noch? Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Das sind so kleine Nüsse oder sowas. Hm. Ja, also die, ja, weiß nicht, waren jetzt nicht gerade so mein Fall, aber das ist ja jeder anders. Boy, Bawang, Kornik. Das zählt irgendwas Asiatisches, oder? Ja, also das meiste kannst du halt nicht lesen. Es kommt halt aus aller Welt, ne? Ja, das ist aber das Gefährliche, Mann. Ich sehe aber hier diese Pepperonis wieder. Du Schlingel, Alter. Die Bilder lügen aber nicht, Leute. Nein, also was richtig scharf. Die Bilder lügen nicht. Ja, einfach diese Gummisüßigkeiten hier. Ja. Die habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, die habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, KitKat, was ist das? Zitrone ist das? Lemon Crisp. Ja. Wow, wow, wow. Genau, hast du hinten auch nochmal, das ist beschreibungsmäßig auf Deutsch stehen. Also auf jedem Produkt kommt auch noch so ein Aufkleber so drauf. Ein Etikett, wo das genau, da auf Deutsch steht. Dass die Leute wissen, was drin ist. Okay. Falls jemand allergisch ist gegen irgendwas oder so wahrscheinlich. Wow, ey, ich wusste nicht, dass da so viel drin ist. Ja, dass wir noch nicht alles probieren. So ein kleines. Nein. Du kannst dir Sachen aussuchen, die du probieren möchtest. Ja, das ist eine gute Idee. Und den Rest kannst du dir zurücklegen. Okay, das sind auch saure Dinger. Also wie gesagt, es ist nicht wirklich sauer, aber so ein bisschen sauer. Also wer auf saure Sachen steht, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Blue Raspberry liebe ich. Die sehen aus wie diese komischen, diese Schwammdinger, die du, wenn die im Wasser, also wenn die in Berührung mit Wasser kommen, dass sie sich aufsaugen, so und größer werden. Kennst du das? Ja, kenne ich. Das ist aber eigentlich nicht essbar. Nee, das ist aber so wie diese ganz weichen Gummibärchen. Dann hätten wir die Nerds. Ich weiß gar nicht, welches Wort. Achso, das sind diese kleinen Bälle. Ich weiß nicht, ob wir das ganze Jahr ranzoomen. Ja. Das sind diese kleinen Bälle und da sind nochmal so kleine Zuckerlinsen mit drauf. Mhm. Die sind auch super lecker. Kann ich dir auch empfehlen. Ich wollte eigentlich Vergiss abnehmen. Das. So, Clover. Das sind irgendwelche Chips, die habe ich tatsächlich auch noch nicht gehabt. Mhm. Das sind diese Schokoladenbrezeln.
Die sind auch super lecker. Oh, die sind richtig geil, ja. Auch Bookies und Bananen-Style. Mikado, oder? Ja, Mikado, genau. Okay, dann haben wir hier nochmal Sour Patch. Also irgendwie steht Kinkens auf saure Sachen. Ja, ich glaube, alle stehen auf sauren und gute Sachen. Damit holt man die Leute. Sind auch super lecker. Ja, tatsächlich geht es jetzt nur noch mit Getränken weiter. Nur, ich liebe solche Getränke. Fanta Zitrone. Ja, was steht denn da? Das kann doch kein Mensch lesen, aber da ist eine Zitrone drauf abgebildet. Fanta Apple steht dahin, okay. Fanta Apple. Das müsste ja, ist auch eine Fanta. Pfirsich? Ja, White Peach, okay. Das ist keine Fanta. Sunkist? Das ist Lemon und Wassermelone. Watermelon. Kurz ein Can. Okay, die Box ist jetzt leer, ne? Die Box ist komplett leer. Ich würde sagen, ich suche ein paar Sachen aus oder du kannst auch ein paar Sachen empfehlen und dann testen wir die. Ja. So, machen wir das am besten. OGs werden wir nehmen? Müssen wir nehmen? Würde ich nehmen. Okay, ja gut. Ja, okay. OGs Möchtest nehmen wir? Möchtest du was Scharfes nehmen? Ich weiß, dass diese 31er da darauf stehen. Ja. Ja, komm. Wir nehmen die. Ja, was Scharfes. Dann was Süßes vielleicht? Oder möchtest du diese Schokolade? Probieren? Ja, Baklava. Da mag Baklava, ja. Du? Oder fürs Video, was Schleimiges. Ja, okay, ja, nehmen wir das noch. Das ist sonst zu viel, ne? Ja, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas trinken sollst. Ich würde sagen, das ist also jetzt trinken, Leute, das macht keinen Sinn. Ich will diese warme Brühe nicht trinken. Wie soll ich das denn beurteilen oder bewerten, wenn es jetzt nicht schmeckt, ne? Ja, kalt schmeckt einfach am besten. Ja. Ja, dann packe ich die Sachen schon mal hier rein. Was sagst du, womit soll ich anfangen? Ich würde tatsächlich mit den leckeren OGs, okay, let's go. Sehen tatsächlich wirklich aus wie so Pot oder wie man das nennt. Aber schmecken super lecker. Wenn dir. Er wird gleich so high sein. An irgendwas erinnert mich das. Das ist wie ein Keksmäßig. Aber ich komme nicht dahinter, was das ist. Ein bisschen karamellmäßig auch. Ist nicht schlecht, also ist wirklich nicht schlecht. Ja, schön crunchy. Aber das ist ja weiße Schokolade, hast du gesagt. Das weiße Schokolade und das Grüne kommt halt, ist eingefärbt vom Tee. Kommt das, ne? Ja, nice. Oh, geez, dann habe ich das auch mal probiert. Ja. Ich würde sagen, das Scharfe erst. Und dann können wir das damit vielleicht abmildern. Ja. Ist das so schlimm? Kannst du scharf vertragen? Ich habe gestern noch diesen neuen Hotchip gegessen. Ist das mein Bruch, Leute? Oh mein Gott, meine Nasenhaare brennen. Ist das einfach? Was ist denn das? Ich will mich beschweren. Kennst du diese Tortilla-Chips in scharf? Oder was du auch so easy wegsnackst? Genau, 1:1 finde ich. Ja. Ich bin enttäuscht, muss ich sagen, von Takis. Ja, ein bisschen, ne? Ja. Also, die gibt es auch noch ein bisschen schärfer. Das wären dann die blauen. Die haben noch eine leichte Mühe mehr Schärfe drin. Aber wie gesagt, wenn du was richtig Scharfes willst, musst du sowas wie diese Hot Chips essen. Du kennst doch diese Candy Shops und so weiter, die mittlerweile so auch ihr Hype haben. Die verlangen irgendwie 5 Euro oder 6 Euro die Tüte. Ja. Ess mal noch einen. Ich hab den gelabert hier. Die kannst du so wegsnacken. Ja. Ich hatte so Angst, dass es jetzt ein Hotchip ist oder sowas. Okay, machen wir weiter. Jetzt Damak Baklava Geschmack von Nestle. Oh oh, da sehe ich auch schon ein paar Hasskommentare. Ja, Mann. Ne? Kommt nicht raus, das Baklava. Ne? So, die weiße Schokolade, die dominiert. Ein Mix aus Rittersport und Schoketten mit Nüssen, weiße Schokolade. Aber Baklava jetzt nicht wirklich. Kann sein, dass man, ja, dass der Mund jetzt irgendwie überreizt ist oder so von dem ganzen Geschmäcker. Ja, okay, also leichte Enttäuschung, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber es kann natürlich auch sein, dass unser Mund jetzt komplett betäubt ist von den ganzen Sachen, die wir gegessen haben. Also jetzt scharf und weiße Schokolade und sonst was. Dass es deswegen nicht zur Geltung kommt. Aber jetzt, so erster Eindruck war jetzt nicht so gut. Hat mich nicht so geflasht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Flutschfinger? Schwanzfinger? Also ich weiß, dass man das hier oben abmachen muss. Muss man abmachen? Ja, Kollege hatte das auch schon mal und da ist dann irgend so eine Gelee-artige Flüssigkeit. Hä? Ach, das ist, kann man nicht essen oder lutschen? Nee, das ist da drin, das musst du so raussaugen. Oh mein Gott, ich sauge gerne als, ja, okay, als zu spucken. Ne? Nein, man sagt schlucken oder spucken, fragt man eigentlich immer. Also kenne ich das von früher. In der Stille zuschauen. Ach, ich dachte, man kann dieses Ding da in seinen Mund nehmen. Okay, dann bin ich mal gespannt. Okay, das muss ich jetzt wie... Das musst du gleich abdrehen oder abziehen. Okay, und da kannst du das jetzt rausdrücken quasi. Jo, da kommt irgendwas kommt da raus.
Das betäubt ja alles. Ja, geil. Das ist zu sauer, Mann. Wer ist das denn freiwillig? Bitte, das Video wird etwas kürzer. Ich könnte natürlich auch alles essen, aber wir können das nicht aufessen. Das geht einfach nicht. Genau. Das macht keinen Sinn, die Packung jetzt alle aufzumachen und dann haben wir am Ende hier 20 Tüten rumliegen, die vergammeln, die schlecht werden. Und deswegen haben wir jetzt ein paar Produkte so ausgesucht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht können wir noch mal sagen, was so am besten war von den Produkten. Also die größte Enttäuschung für mich jetzt. Also was heißt Enttäuschung? Was mir jetzt irgendwie... Ich habe ein bisschen mehr erhofft von diesem Damak-Baklava-Geschmack. Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Das hat jetzt aber enttäuscht für mich. Die OGs waren eigentlich nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall sich gönnen. Hat mir gut gefallen. Ist auch interessant, wie das aussieht so. Ne? Ist auch so ein kleiner Fun-Fact. Das Ding, Alter. Das ist für mich einfach zu sauer. Ist zu sauer. Aber diese Warheads-Marke, die ist so relativ bekannt. Ne? Da waren sehr, sehr viele Sachen drin von Warhead. Die haben irgendwie nur so saure Produkte. Und die Takis haben mir am besten gefallen, muss ich sagen. Von den paar Sachen, die wir jetzt probiert haben, waren die am besten. Hätte ein bisschen schärfer sein können, muss ich auch sagen. Ja, aber... Ich finde, wenn es jetzt noch schärfer wäre, dann könnte man das nicht so genießen. So, weißt du, abends so zu Hause sitzen auf dem Sofa, dann so Chips essen, da kannst du dir echt gut gehen. Wenn du auf scharf steht, kannst du top essen. Das ist nicht zu scharf. Finde ich perfekt eigentlich. Nicht schlecht, muss ich sagen, die Takis. Die waren nicht schlecht. Ja. Ehrenmann, wirklich. Komm, sag deinen Code. Genau. Wenn ihr was bei Kickers bestellen möchtet, mit Stuntman 10, spart ihr ganze 10%. Okay. Ja. Auch einzelne Produkte oder gilt das Gesamtwarenkorb, 10%? Alles, was du dir in den Warenkorb reinpackst, auch einzelne ist Produkte, dann 10%. Hast du 10% drauf. Okay, nice, nicht schlecht. Weißt du ungefähr, wie teuer so eine Box ist, ungefähr? Ich hab's gerade nicht im Kopf, tatsächlich. Schätz mal. Das kann ich dir echt nicht sagen. Echt? Nee, ich kann's dir nicht. Markenbotschafter. Oder ich krieg die zugeschickt. 40, 50 Euro? Ja, so um die 40 Euro, meine ich, waren das. Ja. Aber ich kann es dir wirklich nicht genau... Ja, besser nichts Falsches genau sagen, sonst sagen die Leute 40 Euro oder so. Ne, solche Pimmelberger gibt es immer. Danke auf jeden Fall für die Box und danke für deine Zeit. Ja, was sollen die Leute machen? Bestellen. Aber mein Code. Stuntman10. Liken das Video, liken, kommentieren, ja, das kostenlos auch. Abo, dass er denkt direkt auch, an sich. Bestellen. Er denkt direkt an sich. Könnt's gerne abchecken, Leute. Ich feiere sowas. Ja, weil halt solche Überraschungen drin sind, wie die Takis zum Beispiel. Ne? Fand ich echt sehr gut. Oder die OGs kann man auch gut wegsnacken, so Sonntagabend. Passt es auf jeden Fall. Ja, danke fürs Zuschauen. Kuss geht raus. Liken, kostenlos ein Abo dalassen. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst, wie das läuft. Ich brauche euch nicht mehr viel zu erzählen. Und dann würde ich sagen, Kuss geht raus. Ciao, ciao.